Dove Cameron und Thomas Doherty sind seit ihren gemeinsamen Dreharbeiten zu Descendants 2 unzertrennlich. Mittlerweile sind der Schotte und die US-Amerikanerin über ein Jahr glücklich miteinander. Hier erfahrt ihr mehr News über die Anfänge des süßen Traumpaares. Für Dove war die erste Begegnung mit Thomas keinesfalls Liebe auf den ersten Blick. Das erste Mal, als ich ihn sah, habe ich mir keine großen Gedanken über ihn gemacht, erzählte der Disney-Star gegenüber On Demand Entertainment. Und bereits bevor die ersten Funken zwischen den Turteltauben sprühten, waren die beiden schon befreundet. Damals war Dove noch mit ihrem Liv & Maddie Co-Star Ryan McCartan verlobt. Ihr erstes Date hatten die 22-Jährige und ihr gleichaltriger Boyfriend Thomas übrigens in einem Pancake-Café. Ja, richtig gehört. Der Harry Hook-Darsteller erzählte dem Code-Magazin, dass sie völlig durchnässt vom Regen hineingingen. Sie machte schreckliche Witze, über die ich lachen musste, und da habe ich mich einfach in sie verliebt. Und obwohl die beiden ihre frisch aufgeblühte Liebe lange Zeit für sich behalten haben, gab es einen Menschen, der sofort Bescheid wusste. Sophia Carson. Von Anfang an gab es dort definitiv Chemie. Es war ein Geheimnis für alle anderen außer mir, sagte Sophia gegenüber dem M-Magazin. Weiter erklärte sie, solange sie glücklich ist, bin ich glücklich, sage ich immer. Da hat die Evie-Darstellerin recht. Und seit Thomas in ihrem Leben ist, scheint Dove auch mega happy zu sein. Seine Chloe, wie der Schotte seine bessere Hälfte liebevoll nennt, ist übrigens mit 1,57 Meter ganze 26 cm kleiner als ihr Liebster. Aber das scheint das Traumpaar ganz und gar nicht zu stören. So schrieb Dove die Vorteile eines großen Freundes auf Twitter. Es ist schön, jemanden zu haben, der mich überall hintragen kann und der mich hinter seinen Mantel verstecken lässt. Ach, das Paar scheint einfach perfekt füreinander zu sein.